Hallo zusammen! Heute geht es bei Riffstacht um eine, wenn nicht die Quelle allen Wissens. Die Foren. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, bleibt dran! So, legen wir los. Eins ist mal sicher. Für Foren muss man viel Zeit und Geduld haben. Eines ist aber auch sicher, der Erfahrungsschatz der Mitglieder ist immens. Die Schwierigkeit besteht darin, richtig von falsch, gut von schlecht und Klasse von Masse zu unterscheiden. Wir haben ja nun selbst vor vielen Jahren eines der größten deutschsprachigen Aquaristikforen gegründet und es viele Jahre betrieben. Ich denke, ich weiß, wovon ich da spreche. Wir hatten Mitglieder, die hatten nur ein paar hundert Beiträge, aber die waren allererste Sahne. Und dann gab es wieder die User, die tausende Beiträge hatten, aber davon die meisten im Smalltalk-Bereich. Und es gibt die User, die überall aktiv sind. Schwer also zu beurteilen, ob die Antwort, die auf eine Frage kommt, eine fundierte ist. Hier kann ich als kleinen Tipp vielleicht nur mitgeben, dass man einfach mal ein wenig abwarten sollte und nicht gleich die erste Antwort als die Lösung schlechthin anzusehen. Oft regelt die Community, aber dafür bedarf es einfach etwas Zeit. Genauso ist es aber auch mit der Größe eines Forums. Viele Benutzer und Beiträge bedeuten nicht automatisch, dass dies ein fachlich versiertes Forum ist, beziehungsweise kann es deutlich schwerer werden, die fachlich versierten Benutzer zu finden. Bei meinen Planungen zur Riffstacht habe ich mich natürlich auch in Foren umgesehen und mir mal eine Liste der Foren gemacht, die ausschließlich im Bereich Meerwasser aufgestellt sind. Diese möchte ich euch heute kurz vorstellen und meinen ersten Eindruck zu den Foren mitteilen. Aus den oben beschriebenen Gründen wird das hier aber kein Ranking im klassischen Sinne, sondern die Vorstellung erfolgt, soweit möglich, alphabetisch. Wenn ihr noch ein Forum kennt, welches erwähnenswert ist, dann schreibt es auch bitte in die Kommentare. Also, legen wir los. Der erste Kandidat auf der Liste ist ig-meeresaquaristik.de. Ein Forum mit etwas mehr als 600 Mitgliedern, etwas mehr als 7000 Themen, 160.000 Beiträgen. Also auf jeden Fall schon ein großer Fundus an Wissen, was einen hier erwartet. Wenn wir die Seite aufrufen, sehen wir die klassische Forenstruktur. Das Dashboard zeigt die letzten Beiträge, die geschrieben wurden. Man hat auf der rechten Seite sein Profil und die ersten Beiträge werden hier unten aufgelistet. Wenn wir in den Hauptbereich gehen, der in meinen Augen immer der wichtigste ist bei diesen Portalen, der Forumsbereich, so sehen wir, dass hier eine Menge los ist. Das heißt, wir haben schnelle Antwortzeiten auf Fragen, in Threads wird viel geschrieben, hochwertige Antworten, soweit ich das bis jetzt beurteilen konnte. Der einzige, vielleicht kleine Negativpunkt, der mir hier aufgefallen ist, dass es enorm viele Kategorien gibt. Wenn man hier mal schaut und ich hier runterscrolle, das seht ihr gerade, es ist quasi never ending. Es geht immer weiter, was mir die Orientierung in dem Forum ein bisschen erschwert. Wo soll ich meinen Beitrag schreiben? Wo kann ich auch mal stöbern? Was macht hier Sinn? Also sehr klein kategorisiert das Ganze, was man manchmal das Ganze ein bisschen schwierig macht zu navigieren. Nichtsdestotrotz sind jede Menge Informationen drin. Wir haben einen Bereich extra für Röhrenmäuler. Es gibt einen Bereich der marinen Zucht, was ich sehr toll finde. Und dann gibt es die klassischen Bereiche Mitglieder, Galerie und Kalender. Der nächste Kandidat auf der Liste ist das www.meerwasserforum.info. Dieses Forum hat mehr als 7000 Benutzer, weit über 60.000 Themen und mehr als eine Dreiviertelmillion Beiträge. Also Wissen wird genug im Forum vorhanden sein. Die Kunst ist vielleicht, es wie beschrieben zu finden, denn auch hier haben wir jede Menge Kategorien. Das heißt, man muss sich in den Foren, gerade in den großen Foren, unheimlich mit der Suchfunktion auskennen. Und einfach auch wissen, wonach man sucht, um die bereits vorhandenen Antworten zu finden.
Denn sonst kann es auch schnell passieren, dass man von den alteingesessenen Benutzern nur darauf hingewiesen wird, die Suche zu nutzen und das Einzige war, was man von diesem versierten Nutzer bekommt. Demzufolge heißt es, in die Kategorien sich einzuarbeiten. Wir haben hier den klassischen Forumsbereich mit ganz klaren Schwerpunktthemen, die man anhand der Beiträge in den verschiedenen Unterkategorien auch sieht. Es gibt einen großen Fokus in Bezug auf die Haltungsempfehlungen, die von Marubis kommen. Hier kann man schauen, ob seine Lieblinge gelistet sind und sich einfach ein ausführliches Bild über die Haltung der Tiere machen. Wir haben viele, ich nenne sie jetzt mal Bezahlkategorien im Forum. Das ist dort, wo Händler, also der Fachhandel und Hersteller, eigene Kategorien haben, in denen sie quasi ihre Produkte oder ihre Ware bewerben und wo man auch als User mitschreiben kann. Zum Glück ist das am Ende vom Forum. Das heißt, das kann ich als normaler User klein machen, ausblenden. Damit habe ich nichts zu tun, von daher stört mich das nicht. Einziger vielleicht kleiner Design-Kritikpunkt an der Seite ist, dass hier oben doch sehr viel vom Header des Forums verloren gehen. Das Werbebanner oben ist noch das Wenigste, was in meinen Augen stört. Ich finde, die vier Partner, die es gibt, plus dann nochmal als Grafik die Domain des Meerwasserforums da reinzubinden, plus den leeren Bereich unten drunter, macht es gerade auf kleineren Devices etwas schwer, mit dem Forum zurechtzukommen. Was aber natürlich die Qualität des Forums nicht mindert. So, weiter im Alphabet kommen wir bei R an. R steht für reeftanks.de. Ein kleines, feines Forum, was auch ausschließlich ein Forum ist und nicht noch weitere Bereiche angegliedert hat, mit etwas mehr als 750 Mitgliedern, knapp 2000 Themen, knapp 31.000 Beiträgen. Der erste Blick natürlich super strukturiert, angenehme Farben zum Lesen. Man muss natürlich auch sagen, dass weniger geboten wird in dieser Domain als bei den anderen. Aber wer sich rein auf das Fachwissen bezieht, rein auf den Austausch mit Aquaristikkollegen, ist hier mit Sicherheit super aufgehoben. Der nächste im Bunde, riffaquaristikforum.de. Hier sind wir wieder bei einem der größeren Foren. Wir haben knapp 20.000 Benutzer registriert, wir haben mehr als 80.000 Themen und mehr als 720.000 Beiträge. Jede Menge Stoff zu lesen. Das Ganze wird ein wenig gestört durch enorm viel Werbung, die eingeblendet ist. Man muss das mögen, man muss sich vielleicht den Browser so einrichten, dass man die Werbung vielleicht nicht allzu viel sieht und nicht allzu sehr stört, aber es ist schon sehr befrachtet. Man wird halt einfach ein bisschen von dem Content der Seite abgelenkt. Wer damit zurechtkommt, ist mit Sicherheit hier in dem Forum auch super aufgehoben. Wir haben den klassischen Forumsbereich, wir haben die Startseite, die so als Art Portal daherkommt, wir haben eine Galerie und wir haben super zweimal was grün hinterlegt oben in der Forumsleiste, einmal für Neueinsteiger und einmal Tipps für die Praxis. Beides fällt einem direkt ins Auge, man klickt direkt mal drauf und schaut, was es da gibt. Gerade für Einsteiger ganz klasse und das ist ja genau das, was wir mit Riffstart auch bieten wollen. Von daher Chapeau dafür, gut gemacht, jetzt einfach noch ein bisschen weniger Werbung, dann wäre alles prima. Kommen wir zum nächsten. So, kommen wir zum nächsten Kandidaten und hier haben wir quasi schon die erste Ausnahme. Bis jetzt hatten wir reine Aquaristikforen, die sich auf Meerwasser im Allgemeinen spezialisiert haben und hier die ganze Bandbreite der Meerwasseraquaristik abdecken. Die erste Ausnahme ist nanoriffe.de. Nanoriffe.de wurde aus der Interesse, aus dem Grund heraus gegründet, um eine Spezialisierung in der Meerwasseraquaristik eine Plattform zu geben. Und zwar dieses Forum hier. Hier geht es, wie der Name vermuten lässt, um Nanoriffaquarien. Mit Sicherheit sind hier enorm viele Informationen drin, die auch allgemein gültig sind. Von daher würde ich nicht das Forum einfach abtun und sagen, nee, ich habe ein großes Becken, ich brauche nanoriffe.de nicht, sondern auch bei der Suche nach Antworten auf Fragen, die man hat, kann man sicherlich hier eine Menge finden. Nanoriffe.de hat immerhin 8.400 Mitglieder, knapp 30.000 Themen,
fast 500.000 Beiträge, was einfach zeigt, dass hier auch eine enorm große Community hintersteckt. Wenn man die Seite betritt, kommt man direkt auf die Forumsseite, was mir persönlich immer sehr gefällt. Es gibt eine Einsteigerhilfe, die hier oben links direkt eingeblendet ist, was auch ein tolles Feature ist. Wenn man auf der Suche ist nach Fragen, gerade als Anfänger, ist es immer toll, wenn man sich sofort so schnell irgendwo zurechtfinden kann. Wir haben den klassischen Portalsbereich, wie das immer vonstatten ist, hier auch mit eingebundenem YouTube-Kanal. Wir haben einen Kalender, Partner werden vorgestellt, es gibt einen Chat. Da habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht reingeguckt, wie sehr der besucht ist. Es gibt einen Marktplatz, was eine tolle Sache ist. Und von daher vielleicht noch als Schmankerl ein Gewinnspiel oben rechts. Muss man mal sehen, ob das immer da ist oder ob das eine Ausnahme ist. Also jedenfalls eine Empfehlung wert und ein Besuch wert. Kommen wir zur nächsten Ausnahme. Nicht, weil es eine Spezialisierung ist, sondern weil es ein regionales Forum ist. Das regionale Forum ist allerdings so groß, dass ich denke, wir müssen es hier einfach in der Liste der Meerwasserforen erwähnen. Es handelt sich um das Meerwasserforum bayern.de. Knapp 4.000 Mitglieder, knapp 20.000 Themen, mehr als 160.000 Beiträge zeigen, dass die Community in Bayern recht groß ist oder sehr groß ist und somit auch das ein oder andere Forum, was national oder sogar international agiert, überholt. Es ist gut strukturiert, gut sortiert, man findet sich sehr schnell zurecht. Es herrscht ein freundlicher Umgangston, was ich bis jetzt lesen konnte. Es gibt den klassischen Forumsbereich, es gibt einen Marktplatz, was natürlich sehr regional gehalten ist. Es gibt Galerie und dann als Partner wird natürlich auch hier das Meerwasserlexikon angegeben. Auf jeden Fall ein Besuch wert und ich habe mal in Bayern gelebt einige Jahre. Ich hoffe, ich bin da auch willkommen, obwohl ich nicht mehr in Bayern wohne. Das vorletzte im Bunde ist von unseren Eidgenossen, das Aquaristikforum.ch. Und obwohl die Schweiz nun wahrlich nicht das größte Land ist und das bevölkerungsdichteste, ist es doch ein Forum, was eine beachtliche Größe hat. Mehr als 1100 Mitglieder, mehr als 5000 Themen, mehr als 40.000 Beiträge. Das heißt, eine ganze Menge Schweizer haben ein Aquarium. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist super strukturiert, es ist schön aufgemacht, enthält wenig Werbung und auch die Aktivität, das Aktivitätslevel in dem Forum ist richtig gut. Also auf jeden Fall zu empfehlen und ich bin da auch registriert und ich hoffe, dass ich auch eine Antwort bekomme als Nicht-Schweizer. Kommen wir zum letzten Kandidaten. Das Aquariumforum.de. Hierbei handelt es sich um eine Sonderlocke, weil das Aquariumforum kein reines Meerwasserforum ist, sondern ein allgemeines Aquaristikforum, was einen Süßwasserbereich und einen Meerwasserbereich hat. Der Meerwasserbereich beim Aquariumforum ist allerdings so groß, dass es einfach erwähnt werden muss. Das Aquariumforum an sich hat über 130.000 Mitglieder, knapp 330.000 Themen, davon ungefähr 12.000 Themen im Meerwasserbereich, mehr als 3,3 Millionen Beiträge und davon ca. 150.000 im Bereich Meerwasser. Das heißt, es ist schon auf jeden Fall wert, auch hier nach Informationen zu suchen. Was wir sehen können, wenn wir die Seite betreten, ist, dass wir wieder enorm viel Werbung geschalten haben. Der Header ist voll mit Werbung und die ganze Seitenleiste ist voll mit Werbung. Das ist wieder ein bisschen schwierig zu handeln, das Ganze. Man muss sich wirklich fokussieren auf die Kategorien, auf das, was man sucht, weil man sehr schnell auch beim Durchlesen und Durchstöbern einfach abgelenkt wird. Man kann sich ja wieder arrangieren, denn hier wird einem auch jede Menge aufgrund der Useranzahl und der Anzahl der Beiträge geboten. Wir haben klassischerweise wieder die Forumsfunktion, nachdem man vom Portal weggekommen ist, was eine relativ gute Aufteilung ist. Trotz der vielen Benutzer und Beiträge ist es trotzdem relativ schwach strukturiert, sodass man hier auch ein bisschen mit der Suche spielen muss. Wir haben eine Galerie, es gibt den Portal, kann man aufrufen. Jetzt im Januar noch einen Adventskalender können wir uns anschauen. Der wird wohl nicht mehr lange da sein. Und es gibt ein Magazin. Schön gemacht das Ganze. Auf jeden Fall sollte man das auch in seiner Favoritenleiste haben, um dort nach Informationen zu suchen. Das war nun die Auswahl an Foren, die ich euch ans Herz legen wollte. Ich kann euch nur raten,
euch ausführlich umzusehen, euch einen Eindruck zu verschaffen und auch die Art und Weise zu beurteilen, wie in diesen Foren geschrieben wird. Der Grund für mich damals, ein Forum zu gründen, war, dass die bestehenden Foren zum großen Teil einen sehr rüden Umgangston hatten und gerade Einsteiger oft die Lust verloren haben, die Fragen zu stellen, die sie eigentlich stellen wollten. Das kann aber doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Denn wenn die Einsteiger, Umsteiger oder Wiedereinsteiger nicht die Fragen stellen können oder sich nicht trauen, die Fragen zu stellen, die sie eigentlich stellen wollen, dann wird es den Lebewesen im Aquarium sicherlich nicht gut gehen. Von daher vielleicht auch von mir ein Wunsch an die versierten Forensnutzer und Beitragsschreiber, dass ihr, auch wenn ihr von einem Einsteiger eine Frage lest, die ihr wahrscheinlich schon 500 Mal gelesen habt, derjenige, der sie schreibt, schreibt sie das erste Mal und würde sich immer freuen über eine fundierte Antwort. Und wenn es nicht für ihn tut, tut es für die Lebewesen im Aquarium. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Hat euch nicht gefallen, einfach einen nach unten. Solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Beitrag mehr verpasst. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.